Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und wollten hier, ja, nach Frankreich. Beziehungsweise wir sind schon nach Frankreich rüber gesegelt. Und wir müssen jetzt hier ein paar Schatztruhen finden auf dem Weg zum Mittelmeer. Allerdings war beim letzten Mal hier der Weg mit Bäumen versperrt, warum auch immer. Das finde ich gerade ein bisschen mysteriös, muss ich sagen, aber ich... Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal weiter. So, was haben wir denn hier noch? Schaut mal hier. Hier ist ja noch so eine Landzunge. Aha, schaut mal hier. Ja, schaut mal. Oh. Oha, Mönch. Okay. Oha. Och, du Scheiße, das ist ein... Ach, Vulkan, oh mein Gott. Okay, dann raus da, raus da, raus da. Ah, dieser blöde Prophet, ne? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Okay, Leute. Ja, dann brennt halt diese Kirche nieder. Wenn ihr... Oh Gott, ich dachte schon. Gut, alles klar, Leute. Dann können wir ja jetzt vielleicht hier hinten weiter. Das haben wir da also noch übersehen hier, alles klar. Der Vulkan ist immer noch da. Oh mein Gott. Ja gut, egal. Leute, wir haben es geschafft. Jo, gut. Da haben wir doch schon wieder die Folge mit ein bisschen Action angefangen. Das ist ja immer gut, oder? Ich mag Action. Jo, jo. Finde ich gut. Vielleicht sind die ja jetzt hier mittlerweile mal fertig, die Landarbeiter. Mit den Bäumen. Habt ihr jetzt endlich die Bäume gefällt hier? Ich weiß, das wird heutzutage nicht gerne gehört, aber was sollen wir machen? Wir müssen hier durch. Yes, sehr gut. Sehr gut, das habe ich mir doch fast gedacht. Gute Arbeit. Schön brandroden hier. Alles, oh je. Was ist das denn? Ach du Heilige, das ist so eine Schlucht hier. Okay. Diese enge Schlucht missfällt mir. Der Fels sieht nicht stabil aus. Okay. Und dann müssen wir trotzdem da durch, ja? Okay, ja gut, dann gehen wir mal. Ah, wir sind am Mittelmeer, Leute, glaube ich. Oder? Wir sind am Mittelmeer, tatsächlich. Und hier ist noch die letzte Schlacht, die auf uns wartet hier. Seht her, ein Franzosenschiff mit Reichtümern aus Übersee. Auf, Männer, wir müssen die Ladung erobern. Ja, dann machen wir das mal. Komm, dann kämpft ihr mal. Los, und ihr helft bitte den anderen. Nicht auf die Häuser schießen, ihr seid doch blöd. Wirklich. So, dann mach die kaputt. Mach die alle im Arsch hier, los. So. Perfekt, Leute. Perfekt, wir haben's. Ich denke, die Franzosen werden das Leck in ihren Geldbörsen spüren. Kehren wir zurück, woher wir kamen. Das Leck in den Geldbörsen. Oh. Wir müssen einen anderen Rückweg finden. Na super. Das war doch klar, oder? Das war doch klar, dass wir da nicht zurückkommen. Wenn der schon sagt... Bringen Sie die Schatztruhen aus dem Schwarzen Prinzen und den Landestellen in Frankreich zurück. Wenn er schon sagt, dass ihm das missfällt. Ja, war doch klar, dass wir anders zurück müssen, oder? Aber woher? Woher, Leute? Hier hinten lang? Ja, natürlich ganz außenrum, ne? Natürlich, Leute. Oder hier unten. Oder hier unten. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier oben hin muss. Oder hier unten, Leute. Ja. Und ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim guten alten Empire Earth mit den autonomen Schatztruhen. Also davon bin ich ja immer noch begeistert. So eine hätte ich auch gerne. Wirklich. Ah, seht ihr? Können wir hier drüber? Nein, hier können wir nicht drüber, oder? Schade, da können wir nicht rein. Alles klar. Da müssen wir... Ah, da müssen wir doch hier oben hin. Alles klar. Cool. Ja, wie gesagt, die autonome Schatztruhen. Richtig interessant, ja. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas im Mittelalter schon hatten. Das ist, ja... Da waren die uns, Hinterweltlern meilenweit voraus. Ist einfach so. Aber gut, Leute. Ja, hier, da sind jetzt auf einmal Felsbrocken. Auf einmal, ne, natürlich. Ist halt Spiellogik, was will man da machen? Aber es war klar, dass wir da anders zurück müssen. Das war so klar. Oh, was haben wir denn da?
Was haben wir denn da? Eine Brücke, okay. Was ist das denn hier? Dörfer, okay. Ja gut, dann Schätze. Ja, ja, die autonomen Truhen. Psst. Bringen Sie die... Dieses Franzosendorf scheint verlassen. Leute, es scheint verlassen. Muss ich euch dazu noch was sagen? Seht ihr das? Es scheint verlassen. Ja, natürlich, Leute. Natürlich scheint es verlassen, weil die sich versteckt haben. Da ist sogar einer kaputt gegangen, ey, meine Güte. Natürlich ist das. Natürlich kommen da Leute raus, ey. Mann, Mann, Mann. Ihr seid aber auch nicht gerade die hellsten, muss ich sagen. Aber gut, Leute. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Versuchen wir das zu... Oh, da sind noch mehr. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott. Ja gut, dann mach den da kaputt da, diesen Penner. Lass den in Ruhe. Reicher Bürger. Okay. Lass den in Ruhe. Wir brauchen deine Schiffe, glaube ich. So. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Ja, sehr gut. Mir fällt nur ein Dank dafür ein. Bitte verfügt über unsere Schiffe, wie ihr... Sehr gut, Leute. Die Schiffe können wir nehmen, um hierhin zu rudern. Sehr, sehr gut. So, und ihr alle könnt mal mit hier reinkommen. Setzt mal die Segel, Leute. Ja. So, alles klar. Ja, sehr gut, dass die lebenden Truhen, dass die Truhen keinen Platz brauchen, ist auch sehr interessant. Aber gut, Leute. Ja, sehr cool, dann würde ich sagen, rudern wir mal zurück. Wir müssen zurückrudern. Nee, war nicht witzig. Naja, egal. Gut, Leute. Wir müssen nicht zurückrudern. Wir haben dies souverän überstanden hier. Aber ja, dann würde ich sagen, die und dann entladen wir euch mal. Lad die aus. Was machst du denn da? Och, KI. Dein Ernst? So. Alles klar. So, hier ist ja der Ausgangspunkt, ne? Ah, da. Alles klar. Hier sind Zelte jetzt auf einmal und ein Krankenhaus. Okay. Ja, sehr gut. Cutscene, Leute. Cutscene. Gut gemacht, Lord. König Edward beglückwünscht euch und eure Männer. Eure eroberten Schätze sind schon auf dem Weg nach England. Nun hat der König neue Befehle für euch. Verstärkung ist unterwegs. Meine Armee ist erschöpft. Wir haben lang und hart für meinen Vater und England gekämpft. Nun müssen wir... Einerlei. Wie lauten meines Vaters Befehle? Mein Lord, ihr sollt zu der Verstärkung stoßen, die nördlich vom Fluss heranrückt. Wenn sie eingetroffen ist, sollt ihr nordwärts marschieren und die Franzosen angreifen, die sich bei Voltaire sammeln. Okay. Warten Sie auf Verstärkung aus England. Einfach stehen bleiben oder was? Na, was soll das denn? Pff, toll. Das glaube ich nicht, dass ich hier einfach stehen bleiben muss. Nordwestlich, hat er gesagt. Ja gut, alles klar, dann gehen wir nochmal hier rein und segeln mal hier hin. Ja, pff, weiß ich ja nicht, was da noch... Verstärkung ist gelandet. Wir stoßen zu ihr und alles klar. Weiter nordwärts. Oh, sehr schön. Die Verstärkung ist da. Ja, ja. Wir sind bereit, nach Norden zu ziehen. Die Franzosen wissen, dass wir hier sind. Also Vorsicht. Okay, wir haben Trebuchets, Leute. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder unsere lebenden Steinschleudern. Die sehen aus wie so ein Tier, ich weiß auch nicht. Naja, gut, egal. Leute, gut. Dann, was müssen wir jetzt machen? Marschieren Sie nordwärts nach Voltaires. Voltaires einfach mal. So. Ja, dass das so viele sind, das beunruhigt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das wird heftig. Alles klar, würde ich sagen, speichere ich das Ding vorher nochmal. Und dann wartet mal wieder eine Schlacht auf uns hier, ne? Ah, hier, okay, alles klar. Wir nähern uns der Stadt Voltaire, wo die französische Armee warten soll. Suchen wir eine geeignete Stelle, um uns für den Kampf zu rüsten. So, okay. Finden Sie einen guten Kampfplatz und warten Sie auf die Franzosenarmee. Einen guten Kampfplatz also finden, ja? Gut, alles klar. Die haben irgendwas von Taktik gelabert, ne? Ich glaube...
Das war das, dass wir hier oben die Trebuchets hinstellen können. Das glaube ich, Leute. Gut. Macht mal eine andere Formation, bitte. Macht mal hier so eine Linie. Gut. Alles klar. Dann stelle ich mal die Trebuchets hier oben hin. Aber die machen bitte nichts kaputt, ja? Ah. Okay. Da oben, alles klar. Gut, Leute. Ach du Heilige. Jetzt hört doch mal auf, da das Zeug da kaputt zu machen, ey. Besiegen Sie die Franzosenarmee im Kampf. Alles klar, aber vorher speichere ich das nochmal. So, speichern. Alles klar. Ja, okay, dann macht das halt kaputt. Ja, aber wo denn? Wo kommen sie denn? Da ist er doch. Frankreich. Ja, gut. Okay, Leute. Ah, da. Okay. So. Alles klar, dann. Oh, sehr gut, dass ich die Trebuchets hier stehen habe. Schaut mal. Oh, das sind aber ganz schön viele, du. Muss ich sagen. Aber, jo, dann macht mal. Ich überlasse euch einfach mal eurem Schicksal, Leute. Ja. Macht die alle kaputt. Los. So, sehr, sehr gut. Haben wir es geschafft jetzt hier? Das war's? Ach, geil, okay. Die Burg. Alles klar, Burgfried. Gutfried. Zerstören Sie die Burg von Voltaires. Mit Burgfried geht's uns gut. Nee, es war nicht witzig, ich weiß. Alles klar, Leute. Ihr könnt euch mal in einer Linie aufstellen und der schwarze Prinz, der heilt euch mal, ja? Gut. Trebuchets, ihr macht mal bitte das Ding hier im Arsch. So, das Tor, bitte. Aufmachen. Ich will auch hier rein. Los. Alles klar, Leute. Voltaires ist gleich unser. Wenn das die komplette Mission war, dann war das ja echt kurz. Kurze Mission. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Alles klar, Leute, dann. Da war es ja einfacher als gedacht. So, die sind alle wieder voll geheilt. So gut. Ja. Trebuchets. Weiter. Weiter kaputt machen hier, los. So, und Trebuchets bitte. Ja, ihr könnt da reinschießen. Sehr gut. Das wollte ich doch sehen. Zack. Und weiter geht's. Zack. Und zack. Und zack. Sehr, sehr gut, Trebuchets. Ihr macht einen guten Job. Wir können dann gleich eigentlich da reinmarschieren und diesen Gutfried hier kaputt machen. Naja, egal, Leute. Alles klar, dann machen wir das mal, würde ich sagen. So, rein da. Rein da. Ihr gehört uns. Macht da kaputt. Los. Oh, das hält einiges aus, ja. Muss ich sagen. 7500, aber... Sehr, sehr gut. Wir haben's. Wir haben die Mission. Wenn die jetzt nicht noch alle Einheiten selber von Fenty Fire kaputt macht. Aber nee, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Er brennt schon und zack. Sehr gut. Wir haben die Burg zerstört. Der Sieg ist unser. Oho. Der Franzosenkönig selbst gefangen wie die Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Euer Lösegeldziel wird Englands Schatzkammern noch Jahre füllen. Und die anderen, die können nicht aufhören, auf die Mauern zu schlagen. Die sind so aggressiv. Scheiß Franzosen. Ja, keine Ahnung, was da war. Oh, schaut mal, hier sind so Berge, so lustige. Okay, Leute, das war schon die nächste Mission. Frankreich und Dörfer besiegt. Krass. Gut, wir haben Valeris, oder wie die Stadt hieß, eingenommen. Sehr, sehr gut. Ich sage, speichern wir das nochmal. Und dann sind wir auch schon in der 5. Mission der Briten. Du meine Güte, also so langsam... Kommen wir auch in die Zeitalter, in das Imperialzeitalter rein, ne? Mit Steinschlossgewehren. Das wird interessant. Wir haben schon die 5. Och, du. Das ist schon die 6. Mission, Leute, okay? Wir Schar von Brüdern. Alles klar, 6. Mission. Das geht schnell. Gut, ich hoffe, bin ich mal gespannt jetzt. So. Wieder der. Oh, 1914. Es ist an der Zeit, abermals das Schwert zu erheben und die Länder Williams des Ersten zurückzugewinnen, die rechtens England gehören.
Der Stern des schwarzen Prinzen Edward ist lange gesunken, aber der des derzeitigen Königs Heinrich des V. leuchtet immer heller. Doch wehe, Verrat gegen den jungen König hier wie in Frankreich bedroht seine Pläne. Sir John Oldcastle, Heinrichs ältester und treuester Freund, hat sich mit der Ketzersekte der Lollards verbündet, die offene Aufstände im ganzen Land anzetteln. Sie wollen sogar Heinrich selbst ermorden, der in London lebt. In Frankreich leugnet König Karl VI. Heinrichs Ansprüche auf die Länder dort. Er beruft sich, nicht unangefochten, auf das alte saalische Gesetz, wonach Länder nicht auf das weibliche Geschlecht vererbt werden. Heinrich muss sich mit Gefahren daheim und in der Fremde auseinandersetzen und eine dauerhafte Legende schmieden. Oh, eine Feuermuse, die hinan den hellsten Himmel der Erfindung stiege. Ein Reich zur Bühne, Prinzen drauf zu spielen, Monarchen, um der Szene Pomp zu schauen. Diese Hahnengrube, fasst sie die Ebenen Frankreichs? Okay. Okay, krass, Leute. Die Lollards, ey, sind wir jetzt hier bei den Ludolfs oder was? Aber gut, Leute, bringen Sie Heinrich sicher von London nach Oxford, wenn er von der Verschwörung gegen sich erfährt. Heinrich der Fünfte muss überleben. Und ist klar, aber 1914, Leute, das kann jetzt wirklich nicht sein. Ich glaube, die haben sich da vertippt. Ich glaube, die meinen 1614 oder so. Ja? Einmal auf Numpad vertippt. Ja, das kann natürlich sein. Naja gut, Leute, mir ist aufgefallen, ich habe letztes Mal gar nicht die Geschichte eingeblendet, damit ihr mal ein bisschen lesen könnt. So, 1387, ja, es ist sogar 1417, ja, 1417 war es, nicht 1970, ich wollte schon sagen. Okay, alles klar, dann gehen wir mal nach England. Zack, kommt wieder eine coole Cutscene jetzt, ne? Genau. Flieht, Lehnsherr! Die Lollard-Ketzer proben den Aufstand. London müsst ihr verlassen, sonst wird Englands Blume vor der Blüte noch geknickt. Habt keine Furcht, Phil. Unsere treuen Wachen werden uns den sicheren Durchgang schaffen. Oxford soll das Ziel sein, auf das unsere Männer den Aufstand dort beenden. Da hätte ich jetzt aber gedacht, dass er schreit, aber okay. Caps Lock. Wir rennen einfach dran vorbei, ernsthaft? Ja gut, okay. Wir werden angegriffen. Von rechts wegen mein, okay. Oh. Hier im sicheren Oxford soll die Truppe sich bereit machen. Sodann sollen die Männer durchs ganze Land ziehen, die Kirchen brennen, die Ketzer ausmerzen und alle uns Untreuen vernichten. Alles klar, alle Untreuen vernichten. Ja, dann machen wir das mal. Ich verteile allerdings erstmal noch mal ein bisschen Punkte hier. So, Bogenschützen können mal ein bisschen schneller werden. Und einmal mehr Reichweite. Das passt doch soweit. Sehr, sehr gut. Von rechts wegen Wein, wie cool. Besuchen Sie die Tempel jeder englischen Stadt. Sie müssen die vier Tempel der Lollard-Rebellen finden und zerstören. Der Tempel gibt seine Loyalität preis, wenn Sie einen Soldaten in Ihre Nähe bringen. Alles klar, dann müssen wir uns ja mal vorbereiten hier. Ne? Wir haben wieder... Ach du Heilige. Da sind die Lollards hier. Mach die kaputt. Los. So. Was haben wir hier? Den König Wilhelm. Heinrich der V., genau. Mein Freund. Kommandeur. Geil. Geiler Typ. Okay. Wir haben aber... Brauche ich Bürger hier? Ich weiß es nicht, Leute. Brauche ich Bürger? Ein paar Armbrüste mal. Und ich würde sagen, ich gebe einfach die Kohle aus, die ich hier habe. Ein bisschen verschwenderisch sein. Da habe ich auch schon einen Reiterstall. Also im Moment brauche ich keine Bürger. Vielleicht für Nahrung, aber ich glaube nicht. Nö. Wir müssen uns einfach nur... Kein Gold. Ja, ich könnte Gold gebrauchen. Na gut, dann baue ich... Ich gebe einfach alles Geld aus, was ich jetzt habe. So, um einfach meine Armee zu vergrößern. So, Leute. So, zack. Das wird doch schon mal einiges jetzt werden.
Und ja, Leute, geht's euch gut? Ich hoffe doch sehr. Ja, wir bauen hier unsere Armee auf, wie gesagt. Und was ist das denn für ein Bug? Na gut, egal. Ja, bei uns war gerade hier so ein Geschrei draußen. Das war ziemlich scary, muss ich sagen. Und dann, und das auch noch um Mitternacht. Also ich spiele es 23:15. In der gleichen... Ah, schaut mal. In der gleichen Aufnahmesession wie auch von Command & Conquer. Und ah, hier sind Ressourcen, wenn wir die brauchen. Okay. Ja, aber ich glaube, noch 18 hiervon. Zwei Stück da, drei Stück davon. 21, 19, 40. Ja, ich glaube, das sollte dann erstmal reichen, wenn wir die ganzen Einheiten mal fertig haben. Aber ich brauche mal ein paar Bürger, kommt. Ich brauche mal ein paar Bürger. Ah, wir können auch hier, aber das brauche ich, glaube ich, nicht. So, dann können wir mal ein paar Bürger bauen. 8 Stück am besten und schicken die mal zum Holster direkt. So, alles klar. Dann haben wir hier. Oh, was ist das denn? Lollas Priester. Ja, dann mach den mal weg. Los, mach den weg. Lollas Priester, ich bitte dich. Ich bitte euch. Mach den weg, den Penner. Ein Lollas Priester. Was will der denn hier? Ganz alleine. Oh Mann. Na gut. Unsere Armee wird schon größer, Leute. Ja, ob das reicht mit den Bürgern und so, wage ich zu bezweifeln, aber gut. Warten wir es einfach ab. Puh, ich krieg schon wieder so eine Hitzewelle. Ich krieg manchmal so komische Hitzewellen, ich weiß auch nicht, also das ist komisch. Aber gut, Leute, wir haben noch 8 Minuten, wie wir hier oben sehen. Und ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal unter Briten. Alles klar. Und ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. So, wie wir hier zusammen Empire Earth zocken. Und die sind fertig, die sind fertig. Ja, wie viele Bürger noch? 2 Bürger, okay. Gut, dann habe ich jetzt noch, na gut. 1, 2, 3, 4. Habe ich sogar ein paar Ressourcen gespart noch, ja, okay. Habe ich sogar noch ein bisschen Eisen, alles klar. Dann sind die Bürger gleich fertig. Ja, das dauert natürlich jetzt noch Ewigkeiten, ne, bis die fertig sind. Aber gut, Leute, wir brauchen halt eine große Armee. Wir brauchen halt das Bevölkerungslimit auch. Ne? Aber ich weiß nicht, also soll ich mir diese Ressourcen hier holen? Pff, weiß ich nicht. Muss ich dann entscheiden. Auf jeden Fall ist die Karte riesig. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die Karte ist riesig, alles klar. Gut, Leute, wir sind in Oxford und das hier ist London, Leute. Tower von London. Wir sind also jetzt offiziell in England. Alles klar. Dann würde ich sagen, warten wir noch das Bevölkerungslimit ab. Und dann würde ich sagen, statten wir mal den Lollats oder den Lollis einen Besuch ab. So sieht's aus, Leute. Was haben wir hier? Wir haben hier jede Menge gepanzerte Soldaten und Ritter. Allerdings brauche ich die... Ah, die gepanzerten Soldaten, Leute, die haben eine Panzerung für Kugeln. Jetzt verstehe ich das auch, hm? Die gepanzerten Soldaten, die brauche ich jetzt nämlich noch nicht. Die brauche ich nämlich, wenn die Steinschlossgewehre kommen, Leute. Wenn die Gewehre kommen, dann haben die nämlich eine gute Panzerung. Ansonsten bringen die eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Aber gut, egal. Leute, ich warte jetzt noch die beiden Einheiten ab und dann gehe ich mal los. Gehen wir mal angreifen hier. Los. Ich habe schon einen Priester gekillt hier gerade. Und ja, was ist das denn? Statue Nike. Eine Nike-Statue. Oder Nike. Nike-Statue. Auf einmal so ein Schuh da. Kommt auf einmal so ein Schuh raus, ja. Klar. Und dann wäre es wirklich eine Nike-Statue. Alles klar, gut. Leute, wir können los. Dann würde ich sagen, marschieren wir mal. Vorwärts, Pikeniere, ganz genau. Bam, 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 bam. Bada, bada, bam, bam. Genau, Leute. Die Mucke ist richtig geil. Und da müssen wir jetzt tatsächlich die ganze Map hier absuchen. Können wir Spürhunde bauen? Können wir tatsächlich. Aber das
Das hätte ich vielleicht machen sollen, ne? Ah, da sind Lollards, Leute. Da sind doch Lollards. Genau. Die sind direkt kaputt gegangen wegen den Armbrustschützen. Das ist... Die sind geil, die Armbrustschützen, wirklich. Alles klar, hier sollen also 4 Kirchen sein. Hm? Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Bringen Sie Einheit zu jedem Tempel in England, bis alle Lollards entdeckt wurden. Was haben wir hier? England. Ja, aber gibt es hier irgendwo eine... An jedem Tempel... Ah, hier, die Tempel, alles klar. Im Namen von König und Kirche. Ah. Wer an der Ketzerei der Lollard teilhat, der möge unverzüglich herauskommen. Nur wahre Engländer gibt es hier. Krone und Kirche gleichermaßen treu. Aha, okay, also hier gab es keine Lollards. Okay, habt da nochmal Glück gehabt, Leute. Sonst wärt ihr jetzt alle gestorben, alles klar. Okay, das ist nur England, okay. Dann geht mal weiter. Ah, hier ist Wasser, ne? Moment, ist hier die Küste? Ah, hier ist die Küste, glaube ich, ja. Oder? Was gibt's hier? Ja, ja, hier ist die Küste. Okay. Alles klar. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Das ist eine coole Mission. Das ist eine saucoole Mission, muss ich sagen, Leute. Gut, wir haben noch 3,5 Minuten. ja. Ja, meine Hitzeverwallung ist weg. Keine Ahnung, was das war. Also irgendwie komisch, ja. Gut, da waren keine drin. Okay. Ich möchte noch ein paar Lollards killen. So, was haben wir hier? Ist hier nur die Straße? Hier ist nur die Straße. Okay. Alles klar, dann geht mal hier hin. Oh nein, ach, schade. Gut, egal. Dann macht mal schneller, ey. Können wir die vielleicht schneller machen? Ne, die sind schon alle auf 14. Okay. Dok, 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 dok. Coole Mittelalterarmee, ja. Hier ist schon wieder ein Grafikbug. Aber egal. Das interessiert uns ja zum Glück nicht so. Sieh. Cool. Das ist so cool. So, Leute. Bam, 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 bam. Die Mucke, ey. Bam, bam, badabam, bam, bam. So. Haben wir hier noch irgendwelche Ketzer? Irgendwelche Heiden. Tod den Heiden. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwo eine Kirche? Ah, hier, Lollards. Lollards. Was? Was? Arkebusen. Ach du heilige Leute. Da habt ihr das erste Mal Gewehre gesehen. Da habt ihr das erste Mal die Steinschlossgewehre gesehen. Krass, Leute. Die haben Steinschlossgewehre. Diese Penner. Wirklich. Ja, gut. Ah ja. Wer an der Ketzerei der Lollard teilhat, der möge unverzüglich herauskommen. Nur wahre Engländer gibt es hier. Krone und Kirche gleichermaßen treu. Alles klar, also das sind auch nur Engländer, alles klar. Habt ihr das gesehen? Die haben auf uns geschossen. Eiskalt. Die haben es einfach abgeballert. Ja gut, okay. Alles klar. Dann. Die haben einfach bessere Waffen als wir, ey. Unglaublich. Ja gut. Ah, hier ist auch noch was. Och, kommt, Leute. Ich möchte noch ein paar Lollards finden hier, bevor wir hier... die Folge beenden. Wirklich. Das wäre schade, wenn ich da keine mehr finden würde. Aber gut. Dieses Dorf hier noch. England. Gucken wir einfach mal. Ist hier eine Kirche? Hier ist eine Kirche. So. Sind hier Lollards, Leute. Was ist das denn? Im Namen von König und Kirche. Wer an der Ketzerei der Lollard teilhat. Da sind welche. Seht ihr das? Da sind Lollards. Da. Puh. Okay. Wir werden angegriffen. Hä? Mit meiner Ehre. Wo denn das? Das war's doch schon. Guck mal hier. England. Hofner. Ah, okay. Bretone. Oh Gott, Priester. Weg damit. Weg. Armbrustschützen. Zack. Direkt weg. Gut. Leute, alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen.
Und dann speichere ich das jetzt nochmal ganz kurz. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.